Grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Bit und wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Heute sprechen wir, doch, ich habe mich verliebt. Also nicht so wie ihr denkt, nein, nein, nein. Ich habe mich nämlich in ein Grundstück, in ein spezielles Grundstück verliebt. Und das wird das Thema vom heutigen Video sein. Also grundsätzlich geht es um Paraguay Immobilien, speziell um Grundstücke, top Grundstücke, also wirklich Grundstücke, wo man sich wirklich auf Anhieb verlieben kann. Und es geht auch um einen Maschendrahtzaun. Auch im Prinzip der dritte Teil aus der Serie über Immobilien, beziehungsweise in diesem Fall über Zäune. Wie man diese Zäune macht, sollte man Holz nehmen oder andere Baumaterialien. Und auf jeden Fall, der Zaun, meiner Ansicht nach, ist top geworden, gut geworden und gut, die Zeit wird es zeigen, ob es richtig funktioniert auf Dauer. Also auf jeden Fall, ich habe es auch schon gemerkt, dass es wirklich qualitativ gute Arbeit ist und Hut ab an die Zaunbauer. Also vergleichsweise wirklich gute Arbeit und ich denke, man kann die Leute wirklich empfehlen und zwar weiterempfehlen. Also bleibt dran, es wird sicherlich spannend. Man kann sich wirklich in Paraguay in viele Grundstücke verlieben. Die Aussicht ist zumindest bei uns in der Cordillera meistens fantastisch. Die Menschen wirklich sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Und natürlich die Natur, ja, mit den Palmen, wie ihr sehen könnt, also hervorragend. Und ich habe mich wirklich verliebt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich denke, falls ihr nach Paraguay kommt, vielleicht auch vorher, würde genau das Gleiche feststellen. Also es gibt, wie ich schon sagte, also wirklich viele Grundstücke, in die man sich auf Anhieb verlieben kann. Und wie gesagt, einfach ohne Kommentare, hier könnt ihr euch zum Beispiel auch die Palmen, die paraguayischen Kokospalmen hier anschauen. Also das sieht einfach herrlich aus.
Und ich bin mir einfach sicher, es gefällt euch. Bitte nicht vergessen, Likes nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Nicht vergessen, das Video auch zu teilen. Es gibt sicherlich auch Freunde, Bekannte, denen sowohl Paraguay als auch die paraguayischen Grundstücke gefallen. Von daher denke ich mir, nichtsdestotrotz möchte ich immer wieder wiederholen, einfach müsst ihr die Grundstücke sehen. Das ist es. Weil einfach vom Erzählen kann man sich das kaum vorstellen. Okay? Also, das Video bitte teilen. Falls ihr Fragen habt, wie immer, unten bitte in den Kommentaren die meisten Fragen stellen. Ich bin ja ein bisschen, sag mal, verspätet mit den Antworten. Ich weiß. Aber wir hatten wirklich die letzte Woche richtig voll am Arbeiten, waren wir. Und die heutige, also diese Woche, fängt auch nicht anders an. Von daher ist es andererseits gut, andererseits wieder, man sollte das schöne Wetter auch ja genießen. Aber gut, wir sind dafür da, um euch, um Ihnen zu helfen, falls ihr Fragen habt, wie immer, unten die Fragen stellen und wir werden sämtliche Fragen in korrekter Weise beantworten. Also, den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt, um nichts mehr zu verpassen und wir sehen uns sicherlich beim nächsten Video. Mach's gut, Likes nach oben, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.